Hallo und herzlich willkommen hier zu Die Sims 3 und unserem Haushalt Zoom. Boah, ja, wir haben hier viele Pferde, wie man unschwer erkennen kann. Und ja, hier wird fleißig springtrainiert und man hoppelt hier generell gerne durch die Gegend. Star ist gerade am Herumgaloppieren. Ja, hier ist eigentlich immer was los, würde ich sagen. So, nee, das war die falsche Taste. Dahin wollte ich. Ach ja, Casey hat gerade die Klospülung betätigt, die ihr gehört habt. Ne? Kann man öfter mal machen. Wir wollen gerne noch ein bisschen malen. Das können wir natürlich gerne tun. Lara ist hier jetzt spaßmäßig zufrieden und kann das eigentlich mal abschalten. Wie geht es Quietschi eigentlich? Quietschi geht es soweit ganz gut. Dann können wir das an der Stelle auch so stehen lassen. Wir schauen mal, wie es unserem Garten hier geht. Was ist mit dem hier nicht ganz in Ordnung? Gut, wir können ja einfach mal Garten pflegen hier und dann gucken, dass hier der Garten von unserer guten Lara gepflegt wird. Ja, Michelle lernt hier unten oben weiter Alchemie. Wir wollen nämlich unbedingt das Elixier, um einen Sim in eine Hexe verwandeln zu können. Wir schnappen uns, obwohl wir können auch noch Abendbrot machen. Da könnten wir... Boah, ich habe gerade selber Hunger, ne? Ich kann gerade hier alles anwählen. Wir machen einfach mal Sushi. Das kostet uns zwar ein bisschen was, aber das hatten wir hier, glaube ich, schon länger nicht mehr. Level 4 erreichen klingt für mich auch nicht verkehrt. Prudence kocht ja jetzt hier erstmal ganz entspannt. Ja, dann sind soweit hier erstmal alle beschäftigt. Quietschi schläft. Star möchte sich auf dem Rücken kratzen. Okay. Gut, ich streiche mal kurz das Herumgaloppieren weg. Und dann... was machen wir denn dann? Mit Ballspielen ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Dann erfüllt sich schon mal der Wunsch. Genau, wir wollten jetzt auch ein Elixier herstellen. Einfach nur, um es verkaufen zu können. Wir nehmen mal hier Glas voll Freundschaft. Ich glaube, dass das geldmäßig recht viel bringt. Und die Zutaten kriegen wir leicht wieder besorgt. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal genommen. An Flöckchen zum Schmieren, Schmiegen finde ich nicht verkehrt. Aber hätte da eher gedacht, dass es vielleicht Barbie ist. Aber Barbie ist hier sehr, sehr glücklich mit ihrem Fohlen Milo. Wir wollen zudem Casey beschnüffeln. Casey ist aber immer noch mit Malen beschäftigt. Gut, Prudence hat was zu essen gemacht. Dann können wir uns da auch mal einen Teller nehmen. Und die Reste einfach wegstellen. Ja, auf Toilette gehen könnten wir dann auch mal. Können wir in unserem kleinen Teich angeln? Das wäre ja an sich gar nicht so verkehrt. Ja, können ja auch ein bisschen angeln. Gar kein Problem. Gut, Casey weiß Bescheid. Wir gehen mal zu Michelle und gucken, ob das Elixier was geworden ist. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Sehr schön. Dann können wir das auf jeden Fall verkaufen. Okay, hier haben wir Glas voll Freundschaft. Boah, das Inventar ist auch echt voll gefüllt hier. Aber anscheinend haben wir das schon irgendwo, glaube ich. Starke Persönlichkeitsanpassung. Übelkeit Plus, brauchen wir das? Okay, es bringt jetzt nicht so viel Money. Glas voll Freundschaft bringt auch echt nicht viel. So, das packen wir mal wieder ineinander. Glas voll enger Freundschaft, das bringt schon mal ein bisschen mehr. Und das hatten wir auch gerade hergestellt. Deswegen werde ich jetzt mal beide verkaufen, weil ihr wisst, die Rechnungen sind hier ab und zu ein bisschen höher. So, dann können wir noch zwei weitere Elixiere mischen. Und dann müssen wir auch mal auf Toilette. Aber ich glaube, wir bleiben hier bei unserer... Obwohl, Glas voll großer Zwietracht ist natürlich auch nicht schlecht. Stellen wir auch mal her. Dann machen wir auch mal was anderes. Säubern müssen wir dann später. Und dann besorgen wir uns hier auf jeden Fall noch was zu futtern. Da sind wir beschäftigt. Prudence räumt hier noch alles auf. Das ist sehr schön. Und ja, bei Casey warten wir einfach mal, bis sie ihr Bild fertig gemalt hat. Und meine lieben Freunde, es ist schon gleich wieder Herbst. Die Blätter werden wieder fallen. Oh mein Gott. Das ist ja immer wieder total toll. So, wie weit ist Lara denn hier mit den Pflanzen? Das sieht auf jeden Fall so weit, so gut, schon besser aus. Aber ich glaube, wir werden hier noch eine ganze Weile brauchen. Ich werde jetzt hier mal auf Felder bewässern und so gehen. Damit wir hier uns ein bisschen Zeit sparen. Sehr gut, wir haben die Zwietracht hergestellt. Dann werden wir auch nochmal die Freundschaft herstellen. Gut, das haben wir soweit gemacht. Dann setzen wir uns jetzt hier mal auf den Traktor. Und wandern mal zu Michelle. Was möchte sie denn machen? Zum Verkauf anbieten? Ja, kann man natürlich machen. Allerdings würde ich das gerade lieber so verkaufen. Okay, es bringt auf jeden Fall weniger Geld als die Freundschaft.
War aber eigentlich zu erwarten, da man es vielleicht weniger nutzt. Ich weiß es nicht. Okay, das machen wir hier auch mal weg. Ich glaube, Michelle hält dann nicht mehr so lange durch. Wir wollen auch noch ein Aquarium besorgen. Okay. ein Gericht mit fangfrischen Fisch zubereiten. Machen wir da, glaube ich, schon eher. Boah, 2 Glas vor enger Freundschaft. Sehr, sehr nice. So, jetzt schauen wir erstmal, was Casey hier gemalt hat. Oh, das ist irgendwie auch süß. Ich möchte das ins Zimmer hängen. Ich finde das voll niedlich, das Bild. Das packen wir auf jeden Fall ins Zimmer. So, rahmen wir auch noch ein. Wunderschön. Hat sie toll gemalt. Das ist vor ihrem Zimmer angekommen. Total super. ja, Prudence hat ja hier eine Weile geangelt. Das würde ich jetzt an der Stelle mal wegmachen. Und dann kann Prudence schlafen gehen. So, Michelle hat die Toilette da eingeweiht. Auch interessant. So, und dann können wir das hier mal verkaufen. Okay, das war nichts. Jetzt haben wir es einfach nur geöffnet. Hä? Ich kann gerade nicht pausieren. Das nervt mich gerade ein bisschen. Ha, jetzt kann ich es pausieren. Bestimmt, weil wir es gerade angeklickt hatten. Das lassen wir mal hier. So. Verkaufen wir das auch noch. Also geldmäßig bringt das ja echt was ein. Das ist sehr, sehr praktisch. Sehr gut. Ja, Lara ist hier immer noch schwer beschäftigt. Jetzt wird hier auch noch fleißig gedüngt, wie es aussieht. Und hier sehen auch eigentlich alle Pflanzen ganz zufrieden aus. Wir könnten hier nochmal einen Apfelbaum pflanzen. Wir haben ja hier auch so viel Zeugs, das wir eigentlich verkaufen können. Auch Blödsinn, dass wir das die ganze Zeit behalten. So, wir pflanzen da mal den Apfel. Und dann will ich dazwischen auch noch einpflanzen. So, müsste jetzt eigentlich ein ganz guter Abstand sein. Oh, wir haben springen gelernt. Sehr schön. Dann mache ich das an der Stelle mal weg. Und dann können wir uns hier mal ein bisschen frei beschäftigen. Wir wollen auch immer noch an einem Turnier teilnehmen und ein Mauerhindernis kaufen. Das können wir natürlich auch. Müssen wir hier noch irgendwie was gießen? Nö, müssen wir eigentlich nicht. Können wir noch irgendwo was mit hin? Hier haben wir auch noch ein... Ja, das können wir eigentlich auch machen, ne? Haben wir hier noch irgendwo Limonen? ja gut, ich glaube, wir haben da an der Stelle gerade nichts so arg geerntet. Ich verkaufe mal die Äpfel an der Stelle. So, das packe ich hier auch mal eine raus. Und das verkaufen wir mal, damit das Inventar hier einfach ein bisschen leerer wird. Tomaten haue ich auch mal 2 raus und verkaufe den Rest. So, das packen wir auch schön wieder rein. ich habe auch noch eine Tomate. Hier haben wir noch eine Bohne, noch einen Apfel, was wir hier nicht alles liegen haben. Hier haben wir ein Eichhörnchen und ein Streifenhörnchen. Herrlich, so, hier sind ganz viele Hörnchen. Hier haben wir noch viele Bohnen. Wow, die bringen auch nochmal ordentlich Geld. Mensch, wir sind ja schon fast reich, Leute. Ja, soweit so gut. Hier haben wir auch noch ganz viele Bohnen. Ich glaube, die Bohnen, die lohnen sich geldmäßig auf jeden Fall. Ja gut, hier würde ich ein bisschen mehr gerne von übrig behalten. Weil die kann man immer gebrauchen. So, das schmeißen wir auch noch raus und verkaufen dann den Rest. Ja, Lara hat hier ordentlich was angesammelt, muss man sagen. So, Dalle. Baldrian kommt auch noch. Nee, Alraun waren das gerade. Hier haben wir noch die Bohnen. So, Pilze haue ich mal auch noch raus. Ja, manchmal muss man hier ein bisschen das Inventar sortieren, sonst wird es einfach zu voll. Gut, aber ich finde, wir haben das bis jetzt ganz gut gemacht. Wir haben natürlich auch noch die Drachen im Inventar. Die sollten wir vielleicht auch nicht vergessen. schaut mal. Dadurch, dass wir das verkaufen, sammelt sich das hier immer wieder an. Deswegen. Wo sind denn unsere anderen Pilze hier im Inventar? Ich kann hier gar nicht hochgehen. Das ist voll ätzend. Muss ich so Schritt für Schritt machen. Gut, okay. Dann müssen wir das einfach hier auch wieder einsammeln. Geh doch mal da rein. Hier haben wir nochmal die Alraune, hier die Bohne und hier die andere Bohne, aber ich weiß gerade nicht, wo wir die hier haben. Anscheinend tiefer, da unten ist sie. So, Dalle, dann liegt das hier nicht mehr so rum. Ach, ist ja komisch, ey, kannst ja hier echt gar nichts verkaufen. Gut, jetzt haben wir aber auf jeden Fall genug verkauft an der Stelle. Dann können wir hier nochmal versuchen, die Toilette zu säubern und wenn nicht, gehen wir einfach so ins Bett, auch okay. Gut, wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viel Geld und wir wollen etwas im Wert von 250 kaufen. Da sich
Barbie, wenn ich das richtig gesehen habe, gewünscht hat, dass wir uns hier was für sie kaufen, zum Springen üben. Und zwar ein Mauerhindernis. Könnten wir das eigentlich tun? Ich weiß jetzt nur nicht, was das Mauerhindernis ist. Kann das alles sein? Okay, ist auf jeden Fall die Mutprobenmauer. Die ein bisschen Platz braucht. würde ich an sich hier hinstellen wollen. Aber es kann hier nicht in anderen Objekten platziert werden. So, wir schieben mal das Trampolin ein bisschen beiseite. Und dann probieren wir unser Glück hier nochmal. Ah, okay. Hier liegt irgendwas im Weg. Hier ist so ein Samen. Können wir das mit irgendwas verknüpfen? Nee, nicht ganz. So, hier liegt auch noch was. Was ist das? Ach, das sind Knochen. So, ich glaube, das ist das Engste, was wir hier machen konnten. Genau, und hier kann man das ja so machen, dass sich das dann aneinander knüpft. Aber hier steht ja das Hindernis. Das könnten wir rein theoretisch auch hier quer irgendwo hinstellen. Das brauchen wir nicht unbedingt da. Dann packen wir das hier lieber nach vorne. So ein Reifen finde ich auch immer wieder interessant, aber nicht unbedingt praktikabel. Und da passt es dann irgendwie nicht mehr so richtig hin. Das haben wir schon vorne weiter zu stehen. Wir könnten auch zweimal das Mauerhindernis hintereinander packen, wenn es denn passen würde. Aber jetzt haben wir ja das Ding da hingestellt. Okay, das stellen wir anscheinend auch wieder woanders hin. Da ist wieder ein Stein im Weg. So, ich packe es jetzt mal nach da. Na. So, dann haben wir jetzt hier so ein doppeltes Mauerhindernis. Das finde ich schon mal an sich nicht schlecht. Okay, das Trampolin passt hier irgendwie nicht mehr so ganz hin. Frage ist, nutzen wir das auch überhaupt? Eigentlich nutzen wir es ja auch nicht mal. Okay, das kann ich nicht einfach, das müsste ich wegsammeln. Haha, immer wieder günstig. Dann schicke ich jetzt mal hier irgendjemanden hin, der das noch schnell sammelt. Ich überlege gerade, wer da doch für Zeit hat. Hatte ich Michelle schon ins Bett geschickt? Nö, seht ihr, Michelle hat Zeit. Dann sammeln wir hier mal alles, was wir irgendwie finden. Damit das hier wegkommt und dann können wir das hier mal umstellen. So, einmal schnappen und weg damit. Oh, wir haben wieder unsere tolle Robe an. Manchmal glaube ich, das ist einfach unser Arbeitsoutfit. Trotzdem fraglich. So, Dalle, dann verstecken wir uns jetzt mal hier hinten. Damit ich hier weiterbauen kann. So, jetzt passt das Trampolin hier auf jeden Fall hin. Das ist ja schon mal viel wert. Dann drehe ich das mal wieder ein Stück. So, dann passt das hier auch noch. Das Bummel, wo stellen wir denn das hin? Also Platz haben wir ja eigentlich genug. Ich würde es irgendwie gerne hier hinten hinstellen. Und hoffe einfach, dass die Pferdchen damit klarkommen, dass es da steht. Okay, nach da können wir es auch wieder. Wir können es wirklich nur noch hier packen. Okay, dann steht es halt da. Auch in Ordnung. Mich würde nur interessieren, was das hier ist, was wir da nicht wegräumen konnten. Müssen wir uns mal angucken. Ach, ein Streifenhörnchen war das. Okay, gut, verstehe ich, dass wir das Streifenhörnchen nicht wegräumen konnten. Katzenklo hier ist sauber, alles klar. Wie sieht es mit dem Napf aus, wenn wir schon mal hier hinten sind? Auch alles gut. Und hier haben wir alles gemacht. Sieht alles sehr gut aus. Wir könnten an der Stelle auf jeden Fall mal versuchen, uns um die Bienen zu kümmern. Weil noch sind wir halbwegs fit. Alle anderen schlafen eh schon. Dann versuchen wir uns hier mal an den Bienen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So, wir sprühen. Und schaffen wir es zu säubern. Ohne dass uns jemand sticht. Sieht gut aus. Vielleicht schlafen die Bienen auch gerne schon. So, wir räuchern nochmal aus und dann ernten wir mal zuerst. Und ja, voilà, das sieht gut aus. So, noch einmal ausräuchern und dann können wir auch noch füttern. Und dann haben wir uns wieder hier einmal fleißig um die Bienen gekümmert. So, jetzt sind wir aber müde. Ich hoffe, dass wir uns jetzt beim Füttern nicht angreifen. Aber auch das lief. Mensch, ich bin stolz auf uns. Das haben wir echt gut hingekriegt.
Ich hatte schon ein bisschen Sorge. Gut, aber dann können wir jetzt hier auch schlafen gehen. Ach ja, haben wir schon mal ganz gut was geschafft und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es auch bald schaffen sollten, uns das Elixier herzustellen, was wir unbedingt brauchen. Rezept für große Erleuchtung können wir schon lesen. Stelle ich uns mal ein. Wer ist denn gerade wach geworden hier? Ah, Omi Leonie. Hey, Omi, was geht? Omi ist unterwegs, sage ich euch. Mensch, Omi haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Hey, Omi. Guckst du dir an, was wir Neues haben? Schau mal, wir haben jetzt hier was für die Pferde gemacht und das Trampolin umgestellt, aber das siehst du ja, ne? Was dann, Omi? Ja, Omi geistert jetzt hier erstmal durch die Weltgeschichte. Auch voll normal bei den Zooms. Prudence ist gleich ausgeschlafen. Dann kann Prudence hier. Oh, das Bild ist gerade eingefroren. Es ist 3 Uhr. Träumchen. Nee, ich wollte gerade sagen, Prudence kann dann mal die Toilette sauber machen. Die sieht nämlich echt ein bisschen doll aus. Ja, das ist schon nicht mehr so ganz wunderschön. Ja, dann kannst du dich eigentlich frisch machen, duschen und dann schauen wir mal, wie es den Tieren so geht. Wir haben ja auch noch Wünsche mit Schmatzer geben und Leckerchen geben und insgesamt ist das alles total toll. Wenn das Spiel jetzt hier weitergeht, aber das sieht gut aus. So, jetzt sind wir hier gerade wieder am Stocken. Wir haben uns kurz bewegt, aber dann doch nicht. Ist ja, boah. Soweit so gut. Ah, okay, wir haben es überlebt. Ich bin stolz. ja, nee, duschen hatte ich gesagt. Pünktchen ist mittlerweile wach. Das ist sehr, sehr gut. Ach, Pünktchen geht hier oben aus dem Napf fressen. Das ist ja natürlich auch möglich. Machen sie ja auch eher selten. Ja, Lara kann danach eigentlich mal was futtern. Soderle. Quietschi, was machst du hier Schönes? Quietschi will wieder in der Badewanne spielen. Aber Quietschi, weißt du was? Oh, Omi Leonie sitzt im Schaukelstuhl. Wie geil ist das denn? Tja, Omi Leonie, ey. Ja gut, Lara weiß jetzt Bescheid. Michelle macht ja sowieso was. Prudence steht gleich auf und Casey muss auch gleich aufstehen. Aber immerhin muss Casey nicht zur Schule. Das ist auch schon mal viel wert. Dann werden wir Casey mal unten duschen schicken. Und dann kann Casey sich auch hier was zu futtern holen. Und zwar einen Apfelpfannkuchen. Quietschi ist hier soweit auch glücklich. Quietschi könnte noch ein bisschen was Soziales vertragen. Ich schicke mal Pummeluff hier rein. Dann kann Quietschi sich mit Pummeluff beschäftigen. Oder Quietschi holt Pummeluff einfach ab. Und wir wollen auch noch Kontakte mit Pummeluff knüpfen. So. Dann sind wir hier soweit ausgestattet. Ach, Prudence, wie lange dauert denn das hier noch mit dem Wachwerden? Wir warten. Momentan dauert es noch ein bisschen. So, Quietschi ist gerade angekommen. Dann können wir mal gucken, was die beiden hier veranstalten. Miauts. Oh, das kam nicht so gut an. Blöd. Aber Kontakte knüpfen ist eine gute Idee. Wir unterhalten uns über Vögel. Okay. Kann man natürlich auch mal machen. Danach können wir auch mal noch ein bisschen herumblödeln, wenn wir wollen. Und wir wollen das öffentliche Schwimmbad besuchen. Ach ja, und Hunger haben wir auch wieder. Soziales brauchen wir auch immer noch. Wir können ja hier rein theoretisch dann mal was trinken. Oh, jetzt habe ich es da gar nicht ausschlafen lassen. Naja, passiert. So, Barbie möchte jetzt auch hier bald wieder raus. Barbie, wo bist du gerade? Ach so, Barbie ist hier hinten sogar. Barbie, auf der Stelle pieseln jetzt. Dann fühlst du dich bestimmt auch schon mal viel wohler. Sehr gut, dann können wir hier ein bisschen Heu fressen und dann herumgaloppieren. So, stelle ich mal das ein. Flöckchen möchte ein Zim anwiehern, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Milo, wie geht's dir? Oh, Milo geht es soweit ganz gut. Milo hat sich da ziemlich im Griff, wie es aussieht. Oh, Casey ist wach geworden. Die beiden spielen da auch immer noch rum. Wie süß. Wir gehen einfach mal hier kauen, dann habe ich Flöckchen im Blick. Ja, Quietschi und Pummeluff amüsieren sich hier köstlich. Und Omi setzt sich wieder hin, wie es aussieht. Ja, Omi macht das klar. Ja, Michelle schläft ja wie gesagt noch eine Weile. Casey geht dann gleich was futtern und kann danach eigentlich noch auf Toilette gehen und die auch sauber machen. Und wir wollen joggen gehen, okay. Kann man natürlich auch tun. Ich mache mal hier die Zeit ein bisschen schneller.
So, Dalle, und wir wollen dann auch noch was essen. Hat man nicht eigentlich schon was gegessen? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber wir können auf jeden Fall uns auch Apfelpfannkuchen nehmen. Denn die sind offensichtlich auf jeden Fall noch da. Hier wird auch gleich das Äuglein aufgemacht. Milo, was ist los? Wo ist meine Mami? Oh, wo ist denn Mami? Da ist Flöckchen. Ach, Mami frisst hier noch. Einmal eine Runde beschnüffeln gehen. Oh, hier vorne kommen gerade ein paar Wildpferde vorbei, wie es aussieht. Hallo Wildpferd, hallo Wildpferd. Oh, Barbie hat sich gerade gefreut, sich 2 Meter zu bewegen. Barbie, hör mal auf, herum zu galoppieren. Ich weiß, du willst es gerade unbedingt, aber dein kleiner Milo braucht dich gerade. Ja, Prudence freut sich hier gerade einen Cooler-Keks und kann das mal aufräumen. Und Casey kann hier eigentlich noch ein bisschen weiter malen üben. Was macht hier gerade dieses Geräusch? Ich bin da gerade ein bisschen unsicher. Prudence, kannst du es ja auch noch sauber machen. Das sieht hier irgendwie alles ein bisschen eklig aus. Das haben wir schon länger nicht gemacht, wie es aussieht. Das Klo ist zum Glück noch sauber. Und dann können wir hier auch noch mal eine Runde Näpfe füllen gehen. Nein, nicht Tür öffnen. Ich wollte da zum Napf. Ich krieg den Napf nicht angeklickt. Ist ja traurig. Na? So, jetzt habe ich den Napf angeklickt bekommen. Und da ist noch alles im Lot. Sehr schön. Dann hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen, dass wir uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wiedersehen. Und ja, macht's gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal. Ciao!